سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين Mein Lieben Geschwister im Islam, alle Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten. Und der Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mein Lieben Geschwister im Islam, heute geht es sich um die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, und die Begegnung mit dir, O Allah, ist wahr. Das heißt, meine Lieben Geschwister im Islam, wir werden Allah subhanahu wa ta'ala begegnen. Wir werden Allah subhanahu wa ta'ala begegnen. Und diese Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sache, die bei den Menschen, bei den Muslimen festsitzen muss. Ein Glauben, es ist ein Glaube, an dem der Muslim glauben muss, ohne Zweifel. Und dieser Glaube muss ein Bewusstsein erwecken, das den Muslim jeden Tag begleitet. Wenn er isst, wenn er trinkt, wenn er vor den Menschen ist, wenn er alleine ist, wenn er zu Hause ist, wenn er auf der Arbeit ist. Dieses Bewusstsein, was durch den Glauben erweckt ist, muss ihn jeden Tag begleiten. Das heißt, dass er das Bewusstsein pflegt, dass er Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wird. Und glaubt es mir, meine lieben Geschwister im Islam, das ist das Problem, was wir heute haben. Das Problem ist nicht, dass wir gute Taten leisten oder dass wir vielleicht einige Sünden unterlassen oder vielleicht viele Sünden unterlassen, sondern das Problem ist, dass wir nicht mehr den Glauben pflegen und das Bewusstsein pflegen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala begegnen werden. Wir auch. Wenn das der Glaube wäre und das Bewusstsein wäre, dann würden wir nicht mehr einander herfallen und übereinander lästern. Weil wir wissen, wir werden Yawm al-Qiyamah stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala und wir werden zeigen, was wir getan haben. Genauso würden wir nicht uns begnügen mit den Taten, die wir machen. Sondern wir würden viel mehr machen. Warum? Weil wir wissen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala begegnen werden. Und dass wir sehen werden, was wir getan haben. Und dass sogar die Propheten und die Gesandten bereuen werden. Jetzt sagt einer, warum werden die bereuen? Die sind doch Propheten und Gesandten. Die kommen nicht ins Paradies. Ja, richtig, die kommen ins Paradies, ohne Zweifel. Aber sie werden bereuen, dass sie nicht noch mehr getan haben, wie ist es dann noch mit uns, meine lieben Geschwister im Islam? Wir, die wir so wenig tun und so viele Sünden machen, egal ob es hier ist oder draußen ist oder vor den Leuten oder alleine, wie ist es dann noch mit uns, meine lieben Geschwister im Islam? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Sache und fürchtet Allah und wisset, dass ihr ihm begegnen werdet. Das ist in Surat al-Baqarah. Fürchtet Allah. Wie fürchtet man Allah? Wir haben das oft erwähnt. Die Gottesfurcht, meine lieben Geschwister im Islam, was mit Gottesfurcht auf Deutsch übersetzt wird, es ist viel mehr als die Gottesfurcht. Es ist, dass du einen Schutz zwischen dir und der Strafe Allahs machst. Dass du einen Schutz zwischen dir und der Sünde machst. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, dass du die Pflichten tust mit Wissen. Und dabei den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala erhoffst. Und dass du die Sünden unterlässt mit Wissen. Und dass du dabei die Angst hast vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist At-Taqwa. Das ist At-Taqwa. Fürchtet Allah. Und wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet, dass die Bedeutung davon, dann wisset, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala was begegnen werdet. Jeder, der keinen Bock hat auf den Islam, jeder, der keine Lust hat, viel mehr zu machen, als er macht, er soll wissen, dass er Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wird. Und dass er vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn fragen wird, warum hast du nicht mehr getan? Warum hast du nicht viel mehr getan? Du konntest doch viel mehr tun. Warum hast du nicht getan? Und seien wir ehrlich, meine lieben Geschwister im Islam, wir sind faul. Warum machen wir nicht viel? Weil wir faul sind. Und weil wir denken, dass wir im Paradies sind. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität.
Wir denken, dass wir im Paradies sind. Allein nur, dass wir Muslime sind, denken wir, dass wir ins Paradies eintreten werden. Das ist die Realität. Deswegen machen wir nicht viel. Deswegen machen wir weniger. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Alle Menschen werden ins Paradies eintreten, außer der, der nicht will. Sahaba fragen sich, ja Rasulullah, wa man yaba? Und wer will nicht, ja Rasulullah? Das Paradies, ardu as-samawati wal-ard, u'iddat lil-muttaqin. Ja, das Paradies, dessen Größe die Himmel und Erden sind. Und das vorbereitet ist für die Gottesfürchtigen. Wer will dieses Paradies nicht? Wo man Allah subhanahu wa ta'ala sehen werdet. Wo man Allah subhanahu wa ta'ala sieht, im Paradies, der größte Lohn überhaupt. Waladayna mazid, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das Paradies, und bei uns gibt es noch viel mehr. Was ist viel mehr? Das ist Ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Das ist der größte Lohn, den es überhaupt gibt im Paradies. Wieso will man das nicht? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Derjenige, der mir gehorcht, derjenige, der seine Nefs erzieht, derjenige, der Gas gibt, der tut und tut und tut und tut, derjenige wird ins Paradies eintreten. Ja, er sagt, man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba. Derjenige, der mir ungehorsam leistet, den Islam nicht richtig praktiziert, seiner Lust folgt, seinen Begierden folgt, seine Nefs folgt, seine Familie folgt, der hat das Paradies, der hat das verneint, der hat das geleugnet, der hat keine Lust. Ja, der hat gesagt, nee, ich will nicht ins Paradies, und das ist das Problem. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, قال, und auch in Surat al-Baqarah später, ja, im späteren Vers, sagt er subhanahu wa ta'ala über Talut und seine Soldaten, und unter anderem war auch Dawud alayhi salatu wasalam mit ihnen. Er sagte, dass sie gesagt haben, قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. Ja, diejenigen, die daran geglaubt haben, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala begegnen werden, was haben sie gesagt? Ja, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Wie oft war es so, dass eine kleine Gruppe von Muslimen, von gläubigen Muslimen, eine große Gruppe von Kuffar, von Heuchlern, von Verbrechern besiegt hat. Mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil sie diesen Glauben getragen haben. Meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir diesen Glauben nicht tragen, Wallahi, die Feinde Allahs, sie werden uns noch mehr zerstören. Und noch mehr töten. Und noch mehr vertreiben. Warum? Weil das ist die Aussage Allahs. Diese Menschen, warum haben sie gewonnen? Ja? Allah SWT sagt danach in Surat al-Baqarah, ja? Ja, dass sie besiegt haben mit der Erlaubnis Allahs und so weiter und so fort. Warum? Weil sie diesen Glauben getragen haben. Sie haben den Glauben getragen, dass sie Allah SWT begegnen werden. Und deswegen hat Allah SWT sie zum Sieg verholfen. Deswegen der Sieg. Allahs, er hat Voraussetzungen, Shurut und Nasr. Eine der größten Voraussetzungen ist, ja, Tashih al-Aqida, dass man die Aqida säubert. Dass man sich hinsetzt und nochmal nachdenkt, den Koran nochmal nachliest und nachdenkt und sagt, hey, wir werden Allah subhanahu wa ta'ala begegnen. Wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, deswegen müssen wir mehr machen. Wir machen zu wenig, was machen wir überhaupt? Was machen wir überhaupt? Wir machen wenig und wenig und wenig und denken dabei, dass wir rechtgeleitet sind. Und denken dabei, dass wir im Paradies sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann auch weiter, ja, im Koran al-Karim, dieser Koran, dieser gewaltige Koran, der uns zeigt, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist und der uns unseren Glauben aufzeigt. Er sagt subhanahu wa ta'ala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahum salam. يوم يلقونه يعني يوم يلقون الله سبحانه وتعالى لقاء الله. Am Tag, an dem sie ihn treffen, wen treffen? Allah سبحانه وتعالى, ja? Ist die Begrüßung von ihnen Salam, Friede sei mit euch. Warum? Weil يوم القيامة ist 50.000 Jahre, werden die Leute erstmal nur warten.
bis Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass mit den Taten abgerechnet wird. Könnt ihr euch das vorstellen? 50.000 Jahre. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie werden stehen. Hufatan, uratan, ghurran. Kama khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala. Sie werden am jüngsten Tag was? Ja? Nackt sein. Barfuß sein. Und sogar unbeschnitten sein. Und sagt der Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, wie soll das passieren? Werden die Leute sich nicht mehr gegenseitig anschauen, weil alle nackt rumlaufen? Er sagte nein. Er sagte, jeder wird mit seinen Problemen zu tun haben, mit seinen Sünden und den wenigen Taten. Nefsi, Nefsi, werden die Leute sagen. Nuh alayhi salatu wassalam, Adam alayhi salatu wassalam, Musa, Ibrahim, diese großen Propheten und Gesandten. Sie werden sagen, Nefsi, Nefsi, was ist denn mit uns schwachen Geschöpfen? Mit uns schwachen Muslimen? Was werden wir dann hier sagen am Yom Qiyamah? Und wir denken, dass wir rechtgeleitet sind. Und wir denken, dass wir im Paradies sind. Und wir denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا. Derjenige, der hofft, dass er Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wird, der daran glaubt, Allah subhanahu wa ta'ala zu begegnen an Yom Qiyamah, was soll er tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala begegnet und damit er ins Paradies eintretet? Er soll eine rechtschaffene Tat vollziehen. Ja, was ist die rechtschaffene Tat? Viele Leute heute beten, mashallah. Viele Leute kommen in die Moschee, mashallah. Viele Leute tun und tun und tun, aber was ist die rechtschaffene Tat? Die rechtschaffene Tat ist, dass du die Tat nach dem Koran und nach der Sunna machst und dabei den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala erhoffst. Das heißt, dass du Ikhlas hast, dass du Aufrichtigkeit hast in dieser Tat. Dass du diese Tat nicht einfach so machst für irgendjemanden, sondern dass du diese Tat für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala, ja, er soll die rechtschaffene Tat machen und dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Und er soll keinen einzigen neben Allah subhanahu wa ta'ala als Teilnehmer nehmen, wenn er die gute Tat vollzieht. Das heißt, hier ist der Shirkul Akbar gemeint, der große Shirk, dass jemand anderen aus Allah subhanahu wa ta'ala anbietet. Aber hier ist auch der kleine Shirk gemeint, der Shirkul Asrar. Das ist der kleine Shirk, dass man Augendienerei betreibt, Riya, dass man zur Moschee kommt, damit die Leute sagen, Masha'Allah. Dass man Recht schaffen wird, damit die Leute sagen, Tabarakallah. Und das soll man auch unterlassen. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala begegnen will und wenn man ins Paradies eintreten will, dann muss man das so praktizieren, meine lieben Geschwister im Islam. Nicht einfach, ich mache, weil mein Vater gesagt hat, weil meine Mutter gesagt hat, weil sie in Marokko machen, in der Türkei machen, sondern du praktizierst die Tat nach dem Koran und nach der Sunna und wie wir sagen, nach dem Verständnis der Sahaba. So wie die Sahaba Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, so wie die Sahaba den Koran praktiziert haben, so praktizierst du die Religion, nicht anders. Und dieser Glaube, meine lieben Geschwister im Islam, dieser Glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Allah begegnen werden, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden, dieser Glaube bringt die gute Tat. Das heißt, eine der Früchte dieses Glaubens ist, dass man eine gute Tat praktiziert. Und dass man sich ändert und dass man Recht schaffen wird und dass man den Akhlaq, dass man den Charakter auch säubert. Weil wie soll jemand seinen Akhlaq säubern, seinen Charakter verbessern, wenn er nicht daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wird? Derjenige, der da fest daran glaubt, dass Allah begegnen wird, er wird nicht mehr lästern. Jeder macht Fehler. Der eine vielleicht lästert er mal, ja, und macht Zauber. Jeder macht Fehler von uns. Keiner ist frei von Fehlern. Aber wir reden hier über den Al-Musir. Derjenige, der immer wieder macht, immer wieder macht, immer wieder macht und keine Zauber macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala nicht um Vergebung bittet. Dieserjenige, wenn er den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala hat und dass er Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wird, er wird nicht mehr lästern. Und wenn er das macht, dann wird er Zauber machen. Sofort. Oder direkt danach. Oder direkt später. Warum? Weil er weiß, A'udhu Billah, ich habe gerade über den Bruder schlecht geredet. Am jüngsten Tag wird dieser Bruder vor mir stehen und mir sagen, warum hast du über mich gelästert?
Der andere wird nicht stehlen. Warum? Weil er sagt, ich werde vor Allah stehen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Sache zeigen, dass ich gesteht habe. Der andere wird nicht mehr lügen, weil er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala wird das aufzeigen am Yom Qiyamah. Der andere, der wird Gas geben und tun, warum? Weil er wird sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird mir meine gute Tat zeigen und wird sie nicht verloren gehen lassen. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى أَوْ خَيْرًا يَرَى. Wer eine Tat tut, eine gute Tat, sei sie nur in der Größe eines Stäubchens. Oft sagen wir, ach, kleine Tat. Du wirst das sehen. Auch wenn die kleine Tat klein ist für dich. Aber vielleicht ist sie bei Allah subhanahu wa ta'ala groß. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Wird das sehen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Derjenige, der eine Tat tut, eine schlechte Tat, eine üble Tat, auch wenn sie nur in der Größe eines Staubkorns ist, er wird sie sehen am Yom Qiyamah, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala begegnet. Das heißt, derjenige, der diesen Glauben trägt, er wird tun und tun. Deswegen die Frage, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wir fragen uns, tragen wir diesen Glauben? Tragen wir dieses Bewusstsein? Bringen wir dieses Bewusstsein unseren Kindern bei? Oder sagen wir zu unseren Kindern, er macht das nicht. Ja, warum soll ich das nicht machen? Ja, was sollen die Leute sagen? Bringen wir das unseren Frauen bei? Oder sagen wir einfach, mach nicht. Ja, was sollen die Leute über mich sagen? Was sollen die Leute über uns denken? Oder bringen wir bei, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht und dass wir ihm begegnen werden? Weil es kann sein, dass du irgendwas machst hier auf dieser Erde und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft dich nicht, belangt dich nicht dafür. Aber an Yom Qiyamah, was ist da? Da wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen müssen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür belohnen, ob gut oder schlecht. Und dieses Bewusstsein, meine Geschwister im Islam, diese Erziehung, damit müssen wir anfangen. Weil viele Brüder fragen ja, warum macht er nicht, warum mache ich nicht, warum bin ich so schwach in der Ibadah? Das ist das Problem. Wir müssen uns erziehen. Wir müssen dieses Bewusstsein in uns wecken. Wir müssen diesen Iman stärken. Lass mal die Arbeit. Arbeiten müssen wir alle. Lass mal das Geld auf Seite, Rizq in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi samai rizqukum. Im Himmel ist schon dein Rizq. Lass mal den Rizq auf Seite, das ist deine Aufgabe, das ist die Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Kümmere dich um dein Iman. Talla ala al-Iman dialik. Talla ala al-Aqidah dialik. Talla ala al-Iltizam dialik. Khalli rizq, rizq biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Khidma kunna ahsana al-Khidmu. تصلى في العقيدة ديالك، تصلى في الإيمان ديالك، لأن اليوم اليوم فين غادي يدخلوا في القبر، ثم في غادي يبقى معك غير العمل الصالح، غير الإيمان، غير الاعتقاد. أما التجارة، العمل، الشهادات، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، حيث أنك في القبر. Das ist das Problem an den Geschwistern im Islam. So, hier müssen wir anfangen. Lass mal den Risk. Lass mal die Leute, lass mal die Arbeit, lass mal die Schule, lass das mal alles auf Seite. Das gehört zum Leben dazu. Ja, keiner sagt dir, geh nicht mehr arbeiten, geh nicht mehr zur Schule. Das lass mal auf Seite, kümmere dich um deinen Iman. Kümmere dich um deine Aqida. Auch die Schwestern, kümmert euch um eure Aqida. Kümmert euch um euer Wissen. Wie lange noch sollen wir unwissend bleiben? Wie lange soll das noch gehen, dass wir schwach sind? Ja, ich bin schwach. Wie lange noch? Wir müssen stärker werden, wir müssen uns entwickeln, wir müssen arbeiten, wir müssen besser werden. Du musst eine Abrechnung machen mit dir selber. Nicht nur auf der Arbeit, Abrechnung, Steuererklärung, nein, mit dir selber. Jetzt ist ein Jahr vergangen, habe ich mich gebessert? Wie ist mein Arabisch? Ist mein Arabisch besser geworden? Mein Ilm mehr geworden? Mein Iman stärker geworden? Oder alles gleich? Oder noch schlimmer? Geht immer mehr runter? So muss der Muslim, der gläubige Muslim denken. Er muss mit sich abrechnen. Jeden Tag, wo du nicht Koran rezitierst, jeden Tag, wo du nicht Ilm, Wissen studierst, jeden Tag, wo du nicht eine gute Tat machst, wo du einfach nur zu Hause rumliegst, faul, oder wo du sogar Sünden machst, ist ein verlorener Tag. Wallahi. Ist ein verlorener Tag und ist ein schlechter Tag. Und jeder Tag, wo du Koran rezitierst, wo du Wissen aneignest, wo du gute Taten tust, wo du zur Moschee kommst und, wo du Allah subhanahu wa ta'ala nicht Allah subhanahu wa ta'ala näherst, das ist ein Tag, wo du gewonnen hast, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Das ist der gewonnene Tag. Deswegen lass uns Gewinner sein und keine Verlierer
Und lass uns Allah subhanahu wa ta'ala anbieten, so wie er es befohlen hat. Und lass uns dieses Bewusstsein in uns wecken, diesen Glauben stärken. Hadu Allahu alam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa aqim salam.